Facebook Timeline, das ist unser Hauptthema in dieser Sendung und alle Neuerungen seitens Facebook, die zeigen wir euch in dieser Sendung und natürlich noch ein paar andere tolle Geschichten. Herzlich willkommen. Genau, los geht's. Ja, dann fangen wir doch mal gleich an mit ein paar unserer berühmten Link-Tipps. Und zwar hier seht ihr mal eine Seite, die ein bisschen anders aufgemacht ist. Und ich scroll einfach schon mal runter, dann seht ihr nämlich auch, was da passiert. Das ist eigentlich so eine Art Hilfeseite für eine Website. Und ist mal einfach nicht nur so eine Liste, wo so untereinander weg dann steht, was ihr da machen könnt und wie ihr das am besten macht, sondern das ist halt richtig schick animiert. Finden wir mal ein schönes Beispiel. Genau. Die nächste Seite, das ist The Revolution of Web und zeigt euch ganz einfach, wann ist denn welcher Browser rausgekommen, in welcher Version und kann mir das Ganze schön anschauen und klickt da drauf und sehe denn, wie sah denn der Internet Explorer zum Beispiel während seiner Version aus. Genau. Dann haben wir hier eine Sache, JavaScript-Schulung, aber dazu müsstest du vielleicht was sagen, David. Genau, die Nathan's Lessons, da kann man schön JavaScript lernen und zwar in der Form, dass er eine Frage gestellt und erklärt halt so ein bisschen was und dann kann man hier im Formular eintippen, ob man das gut findet, sagt Submit und sieht dann sofort, Ergebnis war richtig, was ich da eingetippt habe, klickt dann auf Next Lesson und kommt dann zur nächsten Übung. Dann für euch Webentwickler ja auch immer interessant, wie kriege ich kleine Bilder noch kleiner? Und dafür gibt es hier JPEG MIDI. Die schaffen das, JPEGs noch mehr zu optimieren, also dass halt die bei gleicher Qualität nochmal deutlich kleiner werden. Funktioniert tatsächlich, habe ich ausprobiert, schafft bei JPEG wirklich die größte Einsparung. Mhm. Und dann hattest du hier noch so ein Tool, das ist so für die Mac-Nutzer unter unseren Zuschauern. Genau, das macht noch alle anderen Formate. Image Optim für den Mac kann man sich runterladen. Hat auch eine JPEG-Unterstützung, nimmt nicht ganz so viel weg wie der Dienst, der demnächst auch eine API hat, aber ist ein Tool, was man nutzen kann. Dann wollen wir euch nicht vorenthalten, Beyond Tellerrand, das hatten wir hier schon mal in der Sendung. Da ja. Haben wir auch schon mal so Tickets verlost und sowas. Das findet wieder statt. Genau, vom 20. bis 22. November in Düsseldorf ist eine englischsprachige Konferenz und richtet sich an Designinteressierte, Technik, Inspiration und Networking. Darum geht's. Auch Workshops werden angeboten mit hervorragenden Speakern. Wir werden da sein wahrscheinlich und werden dann euch Technikload aufnehmen. Meldet euch an, noch gibt es günstige Tickets. Und nicht zu vergessen, die T3N-Magazin Web Awards laufen. Und zwar sind wir jetzt in der Abstimmungsphase angekommen. Ihr seid jetzt Montag, könnt ihr für eure Favoriten abstimmen. Und zwar in diesen Kategorien. Und könnt dann bestimmen, wer denn in dieser Kategorie den Web Award gewinnt. Und ihr habt noch Zeit bis zum 17. Oktober, aber ich würde nicht so lange warten. Zumindest, wenn ihr euren Favoriten hochvoten wollt. Genau, Techniklot ist nicht dabei, weil es ist ein Produkt von T3N. Ja, logisch. Aber was dabei ist, und ich habe ihn nicht eingetragen, Technik Würze, mein Audio-Podcast. Ah, okay. Ja. Aber da bin ich ja mal gespannt. Ich war es nicht. Alles klar. Das kann man ja jeder sagen. Also votet aber, was ihr wollt. Versteht sich. Okay, damit sind wir auch schon bei unserem Hauptthema angekommen. Genau, Facebook hat ja die F8-Entwicklerkonferenz gehabt. Und gestern, also im Vorfeld, gab es ja schon ein paar Änderungen, die sie live geschaltet haben. Aber unser Hauptthema natürlich ist die Timeline. Genau, ich werde hier schon mal dieses Video vorbereiten. Da wird euch dann nämlich jetzt gleich sehr schön erklärt, was es mit Facebook Timeline auf sich hat. Ja, in der Timeline sammelt sich das ganze Leben. Ja. Das ganze Leben. Das ist ihr Leben. Ja. Jetzt auf Facebook. So irgendwie denken sie sich das. Also du deine Profilseite oder eure Profilseiten, die werden sich sehr verändern. Das können wir auch gleich nochmal im Detail zeigen. Und es geht praktisch darum, dass alle Inhalte jetzt anhand so eines Zeitstrahls sortiert werden. Und das könnt ihr ergänzen bis zu eurer Geburt oder vielleicht auch hinaus. Also durch eigene Einträge, vor allen Dingen Knochenbrüche, zum Beispiel, kann man da dokumentieren. Man kann natürlich auch Apps reinschrauben, indem man Spotify hört und das postet automatisch.
der und der hat um diese Uhrzeit dieses Lied gehört. Genau, das ist so noch so ein zweites neues, naja, das heißt neu, aber es ist halt so ein zweites Feature, das sie da vorgestellt haben, dass es halt immer mehr Apps jetzt geben wird und die so automatisch reinposten können. Das geht bis hin dazu, dass du als Website-Betreiber das auch machen könntest, dass die Leute sagen, okay, ich habe jetzt auf der Seite was gelesen und ich möchte gerne, dass meine Leute bei Facebook das automatisch sogar erfahren, ne? Genau, dass die zum Beispiel einen Artikel gelesen haben, den ich mache. Also da muss ich als Developer einfach mich da anmelden und kann das dann quasi zur Verfügung stellen. Genau. Dann können wir jetzt hier nochmal drüber scrollen. Das ist so eine Seite, wo sie das vorstellen, wie das jetzt aussehen soll. Also ihr habt hier oben so ein schönes großes Bild, das könnt ihr euch dann aussuchen. Na, also das soll alles ein bisschen, das soll schon optisch ein bisschen mehr hermachen. Und hier unten habt ihr dann so den Bereich, wo dann euer Leben sich abspielt, ja, was ihr so aktuell gerade tut, aber auch so gewisse Highlights, die sollen dann so von der Automatik so ein bisschen auch vorausgewählt sein. Aber natürlich könnt ihr das auch selber bestimmen, indem ihr das dann wieder wegklickt oder löscht oder irgendwas anderes Ja. dazu bestimmt, ne, dass ihr sagt, okay, nee, das ist jetzt aber mein Highlight und das ist eigentlich überhaupt gar kein Highlight, das macht er bitte ganz schnell wieder weg. Da haben wir die Apps, da haben wir Ach ja, jetzt habe gesehen, ich das schon drüber gescrollt, Mensch. die Nike-App, die Spotify-App und Netflix zum Beispiel. Welchen Film gucke ich mir gerade an? Also, es geht im Prinzip gar nicht mehr darum, dass ihr aktiv entscheidet, ich like das, also ich mag das oder ich schreibe jetzt eine Postnachricht hin, sondern es passiert automatisch. Ihr gebt am Anfang einer App, zum Beispiel Netflix, die Erlaubnis, sobald ihr einen Film anguckt über Netflix, postet das doch mal bitte zu Facebook. Nicht als Like, sondern ganz einfach als Status-Update. Und das kommt dann hier in dieser Timeline. Ja, genau. Tja, was halten wir jetzt davon? Also es waren ja ganz viele begeistert. Also es gab unheimlich viele begeisterte Stimmen, muss ich sagen. Sehr viele, die meisten, ja. Die haben sich Ja. echt blenden lassen von der gestrigen Veranstaltung von Mark Zuckerberg. Der hat das auch tatsächlich ganz gut gemacht, hat sich das viel bei Apple angeschaut, hat so ein paar Stichpunkte genannt. Irgendwann ging es mir auf den Zeiger, aber er hat das wirklich hervorragend gemacht, konnte das wirklich alles plausibel erklären, hat die Begeisterung spüren lassen. Die meisten haben sich davon anstecken lassen, ich Ja. nicht. Ja, so ein paar Skeptiker, ein paar skeptische Stimmen gab es dann doch, also uns beide zum Beispiel. Wir haben ja eigentlich überlegt, wir könnten doch jetzt uns mal über das Thema streiten, aber leider sind wir wieder einer Meinung. Ja, schade. Ich bin zumindest ein bisschen skeptisch, also ich kann mir vorstellen, dass es Leute gibt, die das wirklich gerne machen wollen und die das jetzt irgendwie toll finden, dass sie jetzt ihr Leben dort versammeln können, dass sie der ganzen Welt irgendwie zeigen können, was sie jetzt gerade hören und machen und tun und lesen und irgendwie ihre Kinderfotos da reinstellen und die mit der Jahreszahl versehen und so. Für mich ist es halt überhaupt nichts. Also mir ist das sowas von egal. Ja, wollen wir mal kurz vielleicht mein Profil zeigen, Ja. denn was natürlich damit auch einherkommt, ist, wir sehen sehr, sehr viele Buttons. Also wenn ich jetzt hier mal rüberfahre, Sind wir jetzt hin? ach so, weiß ich nicht. Also hier sind Ah, das normale, ist. ich bin ja nicht ein, du bist ja, Ich bin hier vielleicht sollten wir eingeloggt. dein Profil mal dann dir anschauen. So sieht auf jeden Fall mein Profil aus, das habe ich jetzt heute mal kurz freigeschaltet. Das wird jetzt Yatis Profil sein, genau. Genau. Und da sehen wir zum Beispiel diese Buttons. Genau. Wo ich alles kennzeichnen kann, mit Dropdown versehen. Also es sind unglaublich viele Informationen, die da auf uns reindröseln und ich befürchte ganz einfach, dass das der falsche Weg ist. Also ich selber kann persönlich heute noch gar nicht richtig den Informationsfluss managen, der bei Facebook reinkommt. Gerade mit diesen Aktivitätsdingen, was da jetzt hinzugekommen ist, die rechte Spalte. Und wenn da jetzt hundert- oder tausendfach noch die ganzen Informationen eindröseln, wer was zu jeder Ja. Sekunde macht, sehe ich kritisch. Vor allen Dingen auch, wenn ich mir jetzt vorstelle, jemand ist krank und da wird automatisch reingepostet von seinen 20, 30 Apps, denen er die Freigabe erteilt hat, was er jetzt gerade macht, dann wissen die Chefs ganz genau, du, zu diesem Zeitpunkt warst du nicht im Krankenhaus, sondern du warst im Heidepark. Ja? Ja, oder so. Da hast du den ganzen Tag wieder Und ich glaube Computerspiele nicht, gespielt. dass man einstellen kann, für 2, 3 Tage kannst du das Ding jetzt mal offline stellen. Tja. Das wird noch Schwierigkeit sein. Vor allen Dingen, wenn man sich bei Netflix jetzt ein Schmuddelvideo anguckt und die Freundin bekommt das mit. Weiß nicht, ob das so gewollt ist. Dann. Ja. Ich glaube, da gibt es auch einige Überraschungen, ja. Gut möglich. Tja, bin mir nicht so ganz sicher, wie das ankommt. Vielleicht ist es halt für den normalen Nutzer ganz toll. Vielleicht sind aber auch viele Leute überrascht, wenn sie das erste Mal ihre Timeline sehen. Wir werden das natürlich verfolgen und sind auch gespannt auf eure Meinungen dazu. Also da würden mich wirklich eure Kommentare nochmal dazu interessieren. Was haltet ihr davon? Welchen Eindruck habt ihr davon? Ist das jetzt super tolles Feature? Ist das jetzt der Sieg gegen Google Plus und alle anderen Social Networks? Können die eigentlich jetzt alle einpacken und ihren Dienst einstellen? Habt ihr darauf gewartet? Werdet ihr das nutzen oder nicht? Genau, sagt mal was dazu auf techniklo.de.
Vor allen Dingen würdet ihr die Timeline wirklich überarbeiten. Also ich habe Ja. meine gesehen und meine müsste ich überarbeiten, damit sie gut aussieht. Irgendwann fängt die Geburt an, dazwischen ist lange Zeit nichts. Ja, klar. Darüber ältere Einträge sind wirklich Einträge, die möchte ich eigentlich nicht sehen. Ja. Also seid ihr Genau. ähnlich skeptisch wie wir oder findet ihr es toll? Voten, abstimmen. Ab dafür. Genau. Teilt uns eure Meinung mit. Und apropos Kommentare, wir wollten auch noch mal auf unser Gewinnspiel hinweisen, bevor wir Ja, jetzt zum bevor wir das Schluss. machen, eine Sache gibt es natürlich noch. Es hat Facebook natürlich noch andere Änderungen gehabt, Achso, ich dachte, würde ich auf jetzt die wir fast jetzt. weglassen, weil so. Was Ach haben sie? ja, Na gut, aber eigentlich sind so sie. Top-Stories Ja. und sowas, ja. Gut, eigentlich Also, muss man es schon erwähnen, hast recht. sie haben so ein paar Sachen eben halt neu gemacht auf der Seite, auf der Profilseite, wie zum Beispiel Top-Stories. Diese Unterscheidung zwischen Hauptmeldungen Ja. und Kurznachrichten, die gibt es irgendwie nicht mehr. Ist ein bisschen konfus. Ich komme damit noch nicht so ganz zurecht, bin aber auch eher so inzwischen der Google Plus-Nutzer, muss ich dazu gestehen. Auf jeden Fall sind da so ein paar neue Sachen zugekommen. Wir verlinken das mal, damit ihr euch das nochmal genauer anschauen könnt. Aber ja, du hast natürlich recht. Das neue Feature ist die Timeline. Ja, das ist halt das ganz große Ding. Das hat halt, ja, das hat ziemlich viele negative Kommentare bekommen, hier diese Neuerungen so auf der Startseite und so, weil es eben sehr, sehr viel neuen Lärm gebracht hat. Bei der Timeline müssen wir mal abgucken, wenn sie dann, müssen wir dann mal gucken, wenn sie denn online ist und jeder sie nutzen kann. Genau. Okay, jetzt aber können wir nochmal zum Abschluss wirklich auf unser Gewinnspiel kommen. Genau. Zur 50. Ausgabe. Hier sehen wir nochmal das Teambild, was ihr übrigens nur zu Gesicht bekommt, wenn ihr auch nach dem Abspann zugeschaut habt. Da wollt ihr euch doch darum bitten, nach dem Abspann kommt bei uns immer was. Und bei der 50. Ausgabe war das besonders witzig. Hier ist, wie gesagt, ein kleiner Ausschnitt davon. Solltet ihr mal reinschauen. Aber der Inhalt. Genau, Gewinnspiel, Gewinnspiel, Gewinnspiel. Ihr könnt immer noch teilnehmen. Es läuft noch 2 Wochen. Und es geht um ein Hardwerk-Adapter-Kit mit unter anderem diesen Bestandteilen, Ja. nämlich diesem Einbaurahmen und diesem schönen Gehäuse für euer optisches Laufwerk. Und nicht zu vergessen, das ist ja das Premium-Feature, unter anderem die Intel-SSD-Festplatte, die es dazu gab. Alle Informationen, was genau dabei ist und was das sein soll, Technik Load 50, schaut rein. Das geht noch 2 Wochen, da solltet ihr unbedingt mitmachen. Wie ihr mitmacht, wie gesagt, steht auch auf technikload.de. Genau. Gut, das war's für diese Woche. Schnell durchgehuscht irgendwie. Na, bin ich mir nicht ganz so sicher. Ja, aber wir haben nach der 50. Ausgabe wieder Infos gehabt. Schön, Ja, das ist schön. doch mal wieder was. Ja. Nächste Woche habe ich vielleicht auch wieder eine normale Stimme. Genau. Gut, dann haben wir natürlich nach dem Abspann noch was. Ja. Und wir werden einer Pflicht mal wieder gerecht, der wir lange nicht gerecht geworden Ja, wir sind. sind ja der offizielle Angry Birds Podcast. Genau. Da wird es was geben. Ihr könnt euch freuen. Bis Bis dann. nächste Woche. Angry Birds hatten wir super lange nicht mehr. Wahnsinn, also ich weiß gar nicht mehr, wann wir das zuletzt hatten. Als offizieller Podcast muss man da mal wieder was bringen. Bisschen schwaches Bild mit Ja. anzugeben. Das sind die, ich hoffe, ich spreche es jetzt richtig aus, die Pamplonas. Die Band macht tolle Lieder, habe ich mir mal angehört. Und vor allen Dingen haben sie auch den Angry Birds Song nachgemacht. Und den wollten wir euch nicht vorenthalten, ist sehr witzig geworden. Auf jeden Fall. I'm